Hallo und willkommen zu meinem Deckprofil. Ich habe dieses Wochenende an der German Open 2022 in Frankfurt teilgenommen, was die größte Regional soweit war, die wir in Europa hatten. Soweit ich weiß, wir hatten über 730 Teilnehmer und ich habe nach 10 Runden ex-free geendet, also 7 Wins, 3 Loses und bin am Ende Platz 39 geworden von, wie gesagt, über 730 Spielern. Ich hatte den besten Tiebreak von allen, die zu 3 standen. Und ja, ich wollte einfach mal kurz mein Deck zeigen. Ich habe Dracoslayer gespielt, ein Deck, was ziemlich cool ist. Ich hatte ziemlich Bock drauf. Und ja, schauen wir doch mal. Dann haben wir als erstes gespielt natürlich dreimal Maiden. Der wichtigste Dracoslayer in der Scale, Searchstones einen anderen Dracoslayer. Und auf dem Feld Search Stones ein Field-Spell. Das kann entweder die Sky Iris sein, wenn man eine okay Hand hat, einfach um zu extenden oder um Effekte zu triggern. Oder das kann natürlich auch Snecro Valley sein, wenn man bereits eine gute Hand hat und einfach dann in dem Tier Zero Tier Elements Format ist das natürlich ziemlich krass, wenn man sich das einfach suchen kann. Und weil Maiden so wichtig ist, auch dreimal Bumbuku natürlich, um das auch zu suchen. Bumbuku ist doppelt gut. Zum einen natürlich Searched Maiden, aber zum anderen ist es ein Level 3 und der Rest vom Deck ist eigentlich Level 4. Und das heißt, wenn man die dann rauspendelt, kann man mit Beyond the Pendulum, weil zwei unterschiedliche Level gependelt wurden, kann man dann auch noch zwei Karten poppen. Das ist gut going second. Als nächstes dreimal Dynamite. Dynamite ist ein Extender, das bedeutet, in der Scale können wir die andere Scale searchen und wenn wir ihn Tributen für den Fusion Ignister, addet er uns einen vom Extra-Deck zurück. Und ja, zusammen dann noch, weil er so wichtig ist mit zweimal Charge. Charge ist doppelt gut. Zum einen natürlich Search Dynamite, was ein Extender ist, wie gerade gesagt. Zum anderen aber Added Charge auch once per turn den Dynamite Pendulum back vom Extra Deck, wenn er das Feld verlässt. Und das ist einfach gut fürs Grind Game und wir können dadurch noch mehr unsere Plays extenden. Der letzte noch, dreimal Ignis. Ignis triggert, wenn zerstört wird durch Karteneffekt. Das können wir entweder triggern mit der Maiden, weil die Maiden searcht und zerstört dann eine von beiden Scales. Kann entweder dann meistens er. Er special dann einen vom Deck. Den Effekt können wir auch triggern mit Ignis. Wenn wir also quasi ihn noch nicht benutzt haben, diesen Turn, Ignis specialt ihn vom Deck direkt, zerstört ihn, mischt eine Karte vom Gegner weg. Er specialt dann nochmal einen neuen Dracoslayer. Mit dem kann man dann seine Combo extenden. Ja, oder wie gesagt, Sky Iris. Dann, das waren die neuen. Dann kommen wir zu dreimal Laster und einmal Master. Ich habe gesehen, dass einige Leute zwei Master spielen. Kam jetzt bei mir nicht so zum Tragen. Also ich hatte nie wirklich das Gefühl, ich verliere ein Game oder ich verliere das Grind Game, weil ich zu wenig Low Scales habe oder weil der Effekt von Laster Pop ihn, hätte eine andere Kopie, den Effekt konnte ich nicht benutzen, nie der Fall gewesen. Einmal war super, dann kann man sich mit Revolution jederzeit eine Low Scale suchen. Aber wie gesagt, ich kam nie an den Punkt, wo ich gesagt habe, ich brauche unbedingt zwei. Das hat wunderbar funktioniert mit bloß einem. MVP, Revolution Dragon, wirf ihn ab, such ein Drachen-Pendel-Monster. Das kann der Laster sein, das kann der Master sein, wenn man eine Low Scale braucht. Das kann der Arc Dragon sein für die Combo mit Vortex Dragon. Ja, nice Karte. Und vor allem, er kann auch von der Scale, kann er sich selbst zerstören, um ein Fusion Synchro oder Xyz Drachen vom Friedhof wiederzubeleben. Das ist dann meistens der Ignis. Das heißt, Ignis Effekt, mischt eine Karte vom Gegner weg, link ihn weg. Revolution Dragon holt ihn wieder, beschwört wieder vom Deck, weil es ist nämlich ein Soft Once per Turn. Das bedeutet, wenn er das Feld verlässt und wiederkommt, kann man den Effekt wieder benutzen. Dann zweimal Joker. Ich habe überlegt, Joker auf 3 zu spielen, einfach aus dem Grund, damit ich mein Beyond the Pendulum beschützen kann, weil wenn Joker Search Revolution Dragon oder den Odd-Eye Seer, den spiele ich einmal. Und dadurch kann man dann seine Kombos viel besser schützen, wenn quasi der Vortex bereits früher auf dem Board liegt. Man macht den Vortex während seiner Combo auf jeden Fall, weil man searcht sich mit Beyond the Pendulum ihn. Aber man könnte theoretisch auch einen dritten Joker und zwei oder drei davon spielen. Der Grund, warum ich nur einen Seer gespielt habe, ist aus dem einfachen Grund, unsere Scales sind meistens Fünfen und Sechsen. Das bedeutet meistens, uns sind das hier,
unsere Highscales in 90% der Fälle. Und mit diesen beiden können wir Order is Seer nicht pendeln. Das bedeutet, wenn wir mehrere Kopien davon auf der Hand haben, ist es ein absoluter Brick. Und das wollte ich um jeden Preis vermeiden. Dann als letztes noch für die Vortex-Combo einmal Dissolver, einmal Arc Pendulum Dragon. Ja, wie gesagt, man searcht sich mit ihm ihn, Beyond the Pendulum ihn. Und dann kann man dadurch dann die Combo machen und den Vortex aufs Feld kriegen, was halt ein Omni-Negate ist, was ziemlich nice ist in dem Format. Letztes Pendulum-Monster noch, Astrograph. Wir zerstören unsere Karten sehr häufig. Das bedeutet, wir haben kein Problem mit Astrograph zu triggern. Er addet uns dann noch ein extra Monster vom Deck. Ja. Nicer Extender, nice zum Grindgame. Kommen wir zu den Zauberkarten. Wir haben natürlich gespielt eine Sky Iris, ein Necro Valley im Main Deck und einmal Terraforming. Sky Iris ist einfach nur nice, weil sie searcht, wie gesagt, Revolution Dragon. Revolution Dragon erlaubt dir, die Kombos besser durchzuziehen und zu extenden. Tal der Toten ist natürlich extrem gut gegen Ishisu-Tier, weil wir gerade in einem Ishisu-Format sind. Und Terraforming einfach nur, um flexibel zu sein. Das bedeutet, wenn wir irgendeine von den drei Karten haben, searchen wir uns in der Combo einfach die andere. Wenn wir mit Sky Iris eröffnen, searchen wir uns Necro Valley. Oder wenn wir halt Terraforming eröffnen, können wir eins von beiden searchen und dann halt das andere mit der Maiden. Zweimal Talents, einmal Called by the Grave. Talents, eine extrem gute Karte in dem Format, weil viele Effekte oder Monster-Effekte triggern. In deiner Runde, sprich Flander, sprich Hafnis in der Hand, sprich Ishisu-Karten. Und dadurch kann man dann sehr flexibel drauf reagieren. Ich habe nur zwei gespielt, die dritte ist im Side-Deck, einfach aus dem Grund, ich wollte nicht über 40 Karten kommen. Das war der einzige Grund. Und die letzten Karten sind dreimal im Permanence und dreimal Shifter im Main-Deck. Wie ich bereits gesagt habe, Talents ist eine extrem gute Karte im aktuellen Format, dementsprechend spielen es auch viele Leute und es ist sehr gut, wenn man eine Handtrip hat, die den Gegner interrupten kann und dabei nicht Talents triggert, weil es ist ja kein Monster, es ist eine Fallenkarte und ja, das ist eine extrem gute Karte. Shifter ebenfalls extrem vernichtend gegen Ishisu-Tier-Elements und jetzt gibt es wahrscheinlich ein paar Leute, die sagen, okay, aber Pendel kann doch unter Shifter auch nicht spielen. Kind of. Man muss sich einfach mal überlegen, was ist der Grund, ein Turn-1-Board aufzubauen. Der Grund, ein Turn-1-Board aufzubauen, ist einfach, man stoppt den Gegner in seinen Plays, man sorgt dafür, dass der Gegner nichts machen kann und man im nächsten Turn ein easy OTK hat. Und wenn man einfach Shifter hat, dann pendelt man zwei Monster raus und macht Bakuska. Und ihr könnt mir vielleicht sagen, ob ihr ein Deck habt, weil ich konnte mir kein Deck vorstellen, was unter Shifter und Baguska irgendwas Nennenswertes aufbauen kann. Oder auch Baguska plus Necro Valley. Wenn die beiden auf dem Feld liegen, oder Shifter und Baguska, da kann der Gegner nicht wirklich viel machen. Dementsprechend ja, war Shifter im Main Deck eigentlich eine gute Idee. Es ging einfach nur darum, zu überleben gegen Ishisu. Und wenn die First gehen, dass man einfach eine High-Impact-Hand-Trap gegen die hat. Das war das Main Deck, wie gesagt, 40 Karten genau. Ich wollte nicht über die 40 Karten gehen, wegen Consistency. Kommen wir zum Extra Deck. Für die Draco Slayer ein Fusion. Zweimal den Synchro und einmal den Xyz. Der Synchro ist der beste, weil er specialt vom Deck und er kann außerdem gegnerische Karten zurückmischeln. Und durch Revolution Dragon und Zelantis später noch können wir ihn loopen und dementsprechend kann man den 3-4 Mal pro Spielzug aktivieren. Der Fusion ist auch gut, er addet vom Friedhof zurück und mit, wenn wir den Dynamite als Material benutzen, weil es ist eine Tribut, um ihn zu sammeln, dementsprechend addet er uns dann was vom Extrakt zurück. Den Xyz machen wir in der Combo, er addet uns in der Endphase noch unser Follow-up für den nächsten Turn und kann die Combos extenden, indem er zum einen unsere Maiden in den Friedhof legt, weil wir sie als Material abhängen und dann mit Celine wiederholen können und dann noch einen vom Extrakt specialt. Machen wir mal weiter. Den Vortex Dragon für die Combo mit Odd Eyes.
ein 38. Man hat am Ende seiner Main-Combo hat man dann meistens ein Fusion und ein Synchro oder zwei Synchro liegen und kann die dann auch am Ende machen, um quasi seinen Dweller oder seine Appaloosa zu beschützen. Nummer Baguska, Plan B. Wie gesagt, wenn du Shifter hast, du schmeißt einfach Shifter, pendelst zwei Level 4er und machst dann den. Hat extrem gut performt. Dweller im aktuellen Format natürlich busted. Kommen wir zu den Link-Monstern jetzt noch. Ein Selantis. Wer ihn nicht kennt, Selantis hat den Effekt, er kann alle Monster auf dem Spielfeld verbannen und dann werden alle wieder gespecialt. Und das Gute ist halt, das resettet die Once-Per-Turn-Effekte von den Ignistern. Das heißt, Ignister, Special einen vom Deck, mischt eine Karte vom Gegner weg, Selantis, die werden verbannt, kommen wieder, neuer Effekt, Special wieder einen vom Deck, mischt wieder eine Karte weg. Extrem gut. Außerdem kann der Selantis mit einem Link 4 gemacht werden. Das bedeutet, wenn man quasi Turn 1 seine Appaloosa baut und die Effekte verbraucht zum Negaten, dann hat man quasi ein nutzloses Link 4. Einfach sie benutzen, Selantis, und damit kann man dann für OTK pushen. Für die Combo noch eine Selene. Dann habe ich noch gespielt Einhorn Mascarena. Das war einfach nur, wenn ich meine Vollkombo durchgezogen habe und mir Necrowelle gesucht habe, hatte ich am Ende noch zwei Vierer auf dem Board. Meistens macht man dann damit noch Dweller am Ende, um noch das quasi das Turn-One-Board abzurunden. Aber wenn ich mir bereits Necrowelle gesucht habe, brauche ich nicht wirklich noch einen Dweller. Deswegen habe ich gedacht, ist besser, ich mache eine IP dann und kann dadurch dann in Unicorn gehen, einfach um eine zusätzliche Interruption zu haben. Und ja. Letzte Karte noch, zweimal Beyond. Manche spielen eine, finde ich nicht gut, weil zum einen die eine kann negated werden und dann kann man einfach einen Extender machen und eine zweite summon, weil die ist nicht hard once per turn, wenn der Effekt negated wurde. Und auch fürs Grind Game ist es einfach besser, zwei zu haben. Ich kann es nicht ganz verstehen, warum Leute auf eins cutten. Ist, ja, hat wunderbar performt. Dann noch zum Schluss das Side Deck. Da habe ich gespielt. Dreimal Dark Ruler, natürlich gegen Combo-Decks, genauso wie dreimal Evenly Matched. Dark Ruler kam jetzt nicht so sehr ab, ich habe es einfach nicht gezogen. Evenly Matched hat sehr gut performt, hat die Gates gebaitet, hat Boards gewiped, ist einfach eine extrem gute Karte im aktuellen Format. Dreimal Droll kam jetzt nicht so ab, ich habe es reingepackt, einfach aus dem Grund, falls ich gegen Flander spiele oder gegen Pendulum Mirror Match oder gegen andere Decks, die sehr viel suchen, ist es einfach gut, so eine Karte dabei zu haben. Dann dreimal Sister für Time. Just in case, ja, Tealament und Draco Slayer sind beides Decks, die sehr lange mit ihren Combos brauchen. Dementsprechend kann es gut sein, dass man Game 1, Game 2 sehr lange geht und man hat am Ende bloß noch 5 Minuten übrig. Und dann ist es einfach gut, wenn man eine Karte hat. Just in case. Letzten Karten noch, wie gesagt, das dritte Talents im Side-Deck. Einmal Zombie World gegen Flander. Habe ich jetzt nicht gebraucht. Ich habe nur einmal gegen Flander gespielt und das war ein ziemlich einseitiges Match. Und als letzte Karte noch einmal das da. Ich will ehrlich sein, ich wusste einfach keine Karte. Ich hatte 14 Karten für Side Deck und ich wusste nicht, welche ich noch reinpacken soll. Da habe ich gedacht, ah, falls ich gegen irgendein Trap Deck oder sowas spiele, ist es einfach gut dabei zu haben. Und ja, war auch wirklich gut dabei zu haben. Das war dann soweit das Deck. Dann will ich noch einmal kurz was zu dem Matchup sagen. Ich habe gespielt gegen Ishizu-Tier viermal und gegen Sprite zweimal. Ich habe alle zerstört, bis auf ein Ishizu-Tier. Da habe ich in Game 3, als ich First gegangen bin, mit nur einem Master Pendel und vier Spellkarten eröffnet. Und da kann man einfach Turn 1 nicht wirklich was aufbauen. Das war ziemlich nervig. Dann habe ich einmal gegen Adamancipator gespielt in Runde 1 und gegen Flander noch. Die habe ich beide mit 2-0 besiegt. Das war ein relativ einfaches Matchup. Mein Flander-Gegner ist ziemlich weggebrickt und Adamancipator konnte einfach nichts Nennenswertes aufbauen, um die Draco Slayer aufzuhalten. Ich habe gegen Runde 8 habe ich gegen Naturia gespielt. Das Game habe ich komplett verloren. Da konnte ich nichts gegen ihn machen. Ziemlich nicer Typ, ziemlich cooles Deck. Ja, ich war einfach komplett
von dem Naturia überfordert. Ich wusste nicht, was ich dagegen spielen soll oder wie ich dagegen spielen soll. Und er hat mich einfach komplett zerlegt. Der ist auch am Ende, ich glaube, Zweiter oder Dritter geworden, der Naturia-Spieler. Also hat komplett das komplette Turnier gerockt. Und mein letzter Lose war in Runde 10 gegen Exosister. Ja, nach Game 1 hat er angefangen, die Barrier reinzusiden und Pendel kann nicht wirklich was machen, wenn einfach Standby-Phase, die Barrier geflippt wird und du kannst einfach keine Monster beschwören. Was willst du machen? Ja, passiert. Wie gesagt, ich bin am Ende von 730 Spielern Platz 39 geworden. Was eine ganz gute Performance ist, hätte besser sein können, aber ich bin mal gespannt, wie die Zukunft mit dem Deck aussieht, weil ich glaube, das Deck hat ziemlich viel Potenzial für das zukünftige Format und ich werde auch noch schauen, wie ich das Ganze anpassen und verbessern kann für die Zukunft. Das war es soweit von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen für das Deck habt, dann schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns hoffentlich mit einem besseren Ergebnis das nächste Mal. Ciao!